Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zombie U. Wir haben jetzt den Auftrag gekriegt, zum Tower of London zu kommen, bei den Raben, aber wohl der Prepper uns sagte, dass es nicht so gut wäre, mit den Raben zu sprechen. Ich wollte jetzt irgendwas Kluges sagen, aber dann, keine Ahnung. Bam! Hier explodiert aber jetzt ganz schön. Steh da nicht rum, du bist auf dem Präsentierteller. Okay. Hier haben wir jetzt einige Zombies und die sollten wir alle nach und nach erledigen. Die da oben hilft uns zwar etwas, aber halt unter Umständen noch nicht gut genug. Deswegen warte ich hier erstmal, bis die alle nach und nach kommen. So, haben wir echt ein bisschen Schutz. Ich gucke auf die Karte, ob da noch irgendwas ist. Weil ich weiß nicht, ich bin hier gestorben, weil ich ins Wasser gegangen bin. Da nimmt man ja, wie man hier sieht, den Bob hoch. Oh, der hat irgendwas. Ach, ich habe immer noch keine Ahnung, wo die Armbrust gibt. Schreibt ihr es in die Comments. So, denn ihr denn wüsstet, wo es... Oh, die ist tot. Sieht nur so aus, als würde sie noch leben. Schreibt ihr es in die Comments, so denn ihr denn wüsstet, wo es die Armbrust gibt. Wow. Was war denn das? Da vorne soll noch irgendwo ein Zombie sein. Ich bin mich gerade nicht so sicher. Der ist tot. Der hat noch eine Landmine dabei. Ja, ich bin nebenbei auch nochmal kurz speichern gewesen. Müssen wir... Genau genommen... Ah, da sind irgendwo welche. Ich gehe weg. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. Damit ich mich verteidigen kann. Nur um mich zu verteidigen. So, ja. Ich bin nebenbei noch im Safehouse gewesen, weil ich eigentlich dann nachher aufhören wollte. Man dachte mir, ach komm, mach doch noch ein Part. Warum denn nicht? Und dann habe ich nebenbei im Safehouse einen anderen Überlebenden gefunden. Und nennen wir es mal ehemaligen Überlebenden. Okay, das, was hier jetzt gerade die ganze Mal aufblinkt, sind nur Ratten. Nicht Ratten, Raben. Warum sage ich mal Ratten? So, C4 dran und etwas Abstand nehmen. Ich hatte das Problem, ich wollte hier das erste Mal durchrennen. Ja, ich erzähle immer, was ich hier alles falsch gemacht habe, als ich das erste Mal gespielt habe. Und da bin ich dann natürlich sofort gestorben, weil die ganzen Zombies mir Aua gemacht haben und ich hier noch alles sprengen musste. Ah ja, hier durch die Tür. Weiter, ich sehe hier kaum was. Das ist aber auch Absicht. Ich glaube, in so einer Zombie-Apokalypse, ich würde da nicht gut überleben. Ne. Glaube ich nicht wirklich. Gut, jedem das Seine, ne? Jedem das Seine. Ich glaube, ich bin einer der Ersten, der stirbt. Ja, ich sollte mich besser vorbereiten. Denn irgendwann wird es eintreten, ganz bestimmt. So. Du verziehst dich also mit den Vögeln. Dann erzähle ich dir mal was über die Raben von Dee. John Dee ist eindeutig, aber diese Feiglinge picken sich nur die Rosinen raus. Okay. Sie geben zu, dass Dee mit der Seuche recht hatte, aber glauben, dass er sich bei den Überlebenden irrt. Es gibt keine Rettung der Welt, keine Evakuierung, kein Heilmittel. Nur die Vorbereiteten überleben. Und ist das nicht das, was ich gesagt habe? Okay, wie du meinst. Hören wir mal auf dich. Hören wir mal einfach nicht auf dich, Prepper. Du hörst überhaupt nicht zu. Gut, aber wenn du das durchziehst, helfe ich dir nicht mehr. Hey, er wusste, dass ich ihm nicht zuhöre. Mein Gott. Oh, hier kann ich irgendwas plündern. Ja gut, ein Flare Light brauche ich jetzt nicht. Hier wieder hoch. Ich finde es lustig, dass man den Bob dann so hochhebt. Finde ich irgendwie sehr lustig. So, wir sind raus aus der Kanalisation. Da kann ich das Licht auch wieder ausmachen. Hier ist nämlich echt hell. Vergleichsweise hier am London Tower Pier. Wir sind am Tower of London. Da mussten wir jetzt hin. Und das, was hier... Wir
Sandra von den Raben von Dee. Schön, dich zu sehen. Aber du musst dir einen Weg zum Tower bahnen. Wir haben unseren Scharfschützen verloren. Wie so viele, seit es begann. Okay, sie haben ihren Scharfschützen verloren. Das ist natürlich sehr schön. Das ist eine 77. Damit habe ich einer Mücke den Arsch abgeschossen. Und bams, ja. Wir haben nämlich gerade hier ein Scharfschützengewehr aufgehoben. Das könnte ich auch mal kurz benutzen. Wir haben aber nur 4 Schuss. Wie ihr seht, seht ihr nix. Aber ich sehe was. Dafür muss ich jetzt richtig zielen. Habe ich einem Zombie gerade den Kopf weggeschossen, aber das Wichtigste ist... Ah, jetzt habe ich ein paar Zombies aufgeschreckt, glaube ich. Ja, die da hinten, aber die kommen da nicht weg. Oh, nein, hier ist auch noch einer. Ich korrigiere mich, hier war einer. Ja. Da war nämlich hier, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ich scanne dann lieber nochmal. Nur damit ich jetzt nicht runtergehe und in einen unangenehmen Zombie reinlaufe. Finde ich nichts. Da hinten kann ich ein bisschen markieren. Das sind ein paar Virozid-positive Zombies. Nicht, dass wir es bräuchten. Leeren Metallcontainer hinter uns, da müssen wir auch nicht entlang. Aber so sehe ich jetzt erstmal keine Zombies. Aber da war so ein Störsender. Und was ist so schlimm an diesem Störsender? Der stört mein Prepper-Pad. Da wäre ich hier durchgegangen. Ich hätte keine Ahnung, ob Zombies da sind. Ich hätte... Na gut, Karte habe ich gerade sowieso nicht, aber... Alles in allem sehr nervig. Also sollte man diese natürlich tunlichst vorher kaputt machen. So, hier können wir noch nicht durch, weil wir eine Keycard benötigen. Die wir leider noch nicht haben. Ja, hier wäre das Teil gewesen. Das hätte ich auch per Hand kaputt machen können. Hätte, muss aber nicht. So, da unten müssen wir hin. Und da haben wir wieder einen Haufen Zombies. 3 Stück, um genau zu sein. Und ich versuche... Ah, das ist auch das erste Mal, dass wir einen Explosionszombie haben. Ich weiß nicht, ob ihr es ja jetzt gesehen habt. Es gibt nämlich Zombies, die haben solche Gastanks auf dem Rücken. Und diese explodieren, wenn man sie erledigt. Also wenn man sie nennen wir es nicht Explosionszombies, nennen wir sie Kamikaze-Zombies. Oder Kamikaze, um es richtig auszusprechen. Der göttliche Wind. Huh, ich kann Japanisch. So, mal gucken. Den locke ich jetzt einfach mal her auf die andere Seite. Ich kann leider auch nicht schneller hier im Wasser rennen. Weil es wäre natürlich jetzt relativ ungünstig für uns gewesen, wäre der, gekommen, während wir... Das hätte uns angegriffen, wenn wir da hochgegangen wären. Leider ist der auch durch den Kamikaze-Zombie nicht erledigt worden. Ja, die explodieren auch, wenn sie von alleine ankommen. Deswegen ist natürlich... Stimmt, wenn sie alleine ankommen, nicht. Aber wenn sie halt dann angegriffen werden, explodieren sie. Deswegen man die immer auf Distanz halten sollte und damit eine Schusswaffe erledigen sollte. Das ist halt so die Taktik bei denen. Ja, hier sehen wir auch mal schön die London Bridge. Ich glaube jedenfalls, dass sie so heißt. Wie gesagt, ich war noch nie in London. Ich war halt nicht in dem Englisch-LK, der nach London gefahren ist. Wie komme ich denn da jetzt hin? Einfach mal hier rumgehen. Fällt mir nicht ganz so sehr. Aber was macht man nicht für 5 Kugeln, Pistolen, Munition? Yay. Aber ja, jetzt müssen wir auch wirklich sehr aufpassen, denn diese Explosionszombies... sind schon teilweise sehr übel. Also ich bin schon sehr oft dadurch gestorben, dass ich aus Versehen einen angegriffen habe. Ich hoffe, ich erinnere mich noch relativ gut daran, wo die sind. Zeit für das C4. Ja, nochmal Zeit für das C4, aber erstmal Zeit, den Zombie hier zu erledigen. In aller Ruhe. Wir haben ja Zeit. Warum auch nicht? Hier, bam. Ich komme mir echt beim Cricket-Schlagen immer so vor, wie diese... Eine Szene aus Shaun of the Dead. Mann, ich muss mal wieder Shaun of the Dead gucken. Ich habe den Film schon viel zu lange nicht mehr geguckt. Ich muss auch mal wieder Hot Fuzz gucken. Auch ein guter Film. Den habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt.
Hot Fuzz habe ich das letzte Mal geguckt, da relativ ruckelnd. Da war ich bei Verwandten zu Besuch und da habe ich mir dann Hot Fuzz angeguckt. Leider das Problematische war, dass mein Laptop nicht mehr ganz so gut ist. So, hier hinten haben wir gar nichts. Also da kommen wir nicht wirklich vorbei. Ja, also mein Laptop war da nicht mehr so gut. Der ist immer irgendwie zu warm gelaufen und dann ist die irgendwie nach einer halben Stunde die Datei... wurde die DVD nur noch ruckelnd abgespielt. Da musste ich erstmal wieder warten, bis er kühler wird. Was natürlich dann relativ doof ist für uns. Nicht für uns, für mich. Ich bin schon irgendwie zu sehr in Let's Plays drin, dass ich hier die ganze Zeit immer uns statt ich sage. Weil dann doch bei einigen Phrasen immer mir, ich und so sage, naja. So, hier drin haben wir wieder einen Spucker. Ah, ja. Hier sehen wir mal, wenn ein Spucker eintrifft. Wow. Da habe ich zu früh geschlagen. Ja, vom Klicken her, also vom Blinken, was wir ja hören, dürfte es nur ein Zombie sein. Oh, der hält verdammt viel aus. Jetzt aber. Und ich habe Munition. Arme Vögel. Wusstest du, dass Karl der Zweite den Tower-Raben nach der großen Pest die Flügel stutzen ließ? Nur so konnte er zeigen, dass er die dunkle Prophezeiung ernst nimmt. Naja, und indem er unsere kleine Organisation gründete. Okay. Ja, wir müssen da, also wir müssen jetzt hier in den Tower of London rein, weil wir da oben ja das Leuchtfeuer anmachen müssen. Wir kommen aber hier nicht durch. Da sollte ich aber später dran denken, das habe ich nämlich damals nicht gemacht. Da bin ich mir auch hier verdammt, ich habe mich hier durch den Tower of London durchgestorben. Also nebenbei. Da habe ich dann nicht hier die Tür aufgemacht und hier ist mal, wenn ich dann weiter vor, also nachdem wir da diese Abkürzung haben, gestorben bin, durfte ich den ganzen Weg nochmal wieder neu laufen. Wir gehen jetzt aber erstmal hier das, ja, nebenbei da oben, könnten wir, wäre da nochmal eine Abkürzung, die wir natürlich erstmal wieder später aufmachen können. Wie es ja immer in Videospielen ist, man kann Abkürzungen immer erst später aufmachen, denn die Tür ist zu. Zu. Aber, naja gut, zwar jetzt nicht ganz die 15 Minuten, aber wir müssen ja auch nicht immer so ganz lange Parts machen. Heute machen wir mal einen kürzeren Part. Einen etwas kürzeren Part, ja. Wir machen nämlich hier den Gullideckel auf, warum auch immer dort ein Gullideckel ist. Zum Underground. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, ob der in Wirklichkeit da ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal zurück zum, Lass mich kurz überlegen. Ich werde jetzt zurück zum Safehouse gehen. Wir werden uns dann das nächste Mal hier wieder treffen. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann!